Und herzlich willkommen hier zurück bei Two Worlds mit mir, Maxel. L steht für, lass uns in das Lager hier gehen und mit Leuten quatschen, die uns vielleicht was beibringen können. Oder wir schleichen uns irgendwo rein. Drücken dabei Alt F1, der geht wieder zurück. Hi. Na? Gut. Wir gehen doch nirgendwo rein. Hi, hast du was für mich? Nö, keine Quest. Du? Gut, dass ich dich... Wo warst du eigentlich die ganze Zeit? Mein Knie macht wieder Probleme. Es tut höllisch weh beim Gehen. Hey, die reden ja miteinander. Geh doch mal zu Arm. Er kann dir sicher helfen. Und er kann uns was beibringen. Sei gegrüßt, mein Freund. Hier haben wir noch was für dich. Blödsinn. Oh, Helm. Helm, der macht... Mach mal ein. Hör auf mich. Nein, brauchen wir nicht. Cooler Helm. Grüß dich, Fremder. Fremder. Jo, wir haben einen geilen Helm. Willkommen, Reisender. Willkommen hier bei uns. So. Euch kann man alle nicht quatschen. Du aber mit siehst dir. Sicher, dass ich Hi. Zu tun habe. Schwarze Magie ist der Pfad der Verdammnis. Du betrittst ihn auf eigene Gefahr. Kannst du mich die schwarze Magie lehren? Ja. Die Grundsätze der Magie, Alchemie und Körperkontrolle sind die wichtigsten Fähigkeiten. Ich kann dir viel darüber verraten. Was soll der Spaß kosten? 10.000. Jede Stunde kostet dich 10.000 Goldstücke. Okay. Nee, etwas über... Was? Okay, bring mir etwas über Alchemie bei. Eins möchte ich dir noch mit auf den Weg geben. Die meisten Schüler sehen die Alchemie als einen Weg, die Natur zu kontrollieren. Jedoch ist es weise, sich in Demut zu üben und die Prinzipien verstehen zu lernen. Okay, danke. So, jetzt haben wir einen neuen Skill, Alchemie. Was bringt uns denn Alchemie-Skill denn? Ein Ausbau dieser Fähigkeit steigert die Wirkung. Oh. Das ist gut. So, hi. Unsere Welt wurde von einem Namen. Es muss doch Wege geben. Die gibt es, mein Freund. Die gibt es. Die ja, das kennen wir schon. Und dann nochmal das. Glück wünsche dich zu deiner neuen Haut. Baue die Fähigkeit aus. Dann wirst du bald keine Klinge mehr finden, die deine Haut durchdringen könnte. Ach ja, es gibt da einen interessanten Nebeneffekt. Nämlich den Schutz vor magischen Angriffen. Danke. So werden wir natürlich auch... Okay, jetzt rasten sie ganz aus. So, dann. Hier. Ne, das Niederstoßen. Stabilität und hier. Steinhaut. Komm, wir packen mal 70%. Oh, hier noch welche rein. Hier noch einen rein und hier noch einen rein. Ja, oh, Alchemie. Was können wir denn jetzt hier machen? Was? So, jetzt müssen wir gehen. Was bedeutet das denn? Ein Ausbau dieser Fähigkeit steigert die Wirkung der. Hier Punkt investieren wir das besser, es werden mit dem gleichen Eichen. Cool, das ist gut. So. Was haben wir denn hier? Ich will dauerhafte Effekte haben. Haben wir gar nicht so viele, ne? Stimmt, 2. Die Lebenskraft. Okay, das sind Mittel. Die Blitzschaden, die können wir mal gleich machen. Ja. Haben wir gar nicht so viele, ne? Erhöht Mana um. Dauerhaft. Was geben wir denn, wenn wir da 4 Stück reinhauen? 95%. Alles klar. Nee. Nee, brauchen wir nicht speichern. Ich will das ja einfach nur nehmen. So. So, dann hier. Er hat den Blitzschaden. Was kriegen wir denn da für einen Stein raus, wenn wir 5 Stück reinhauen? Speichern wir einfach mal.
Das dauerhaft, ne? Ja. Oh, haben wir noch gar nicht. So. Giftschaden, 4%, also 4 bringen auch schon. Da tun wir mal einfach mal 2 rein. Das sind auch schon 20%. Also immer nur 2 brauchen. Die kommen ruhig 3, dann sind die weg. Oh, kommt nochmal 50% Kälteschaden. Was bin denn hier bei 4? Okay, 20%. Bei 2 wahrscheinlich dann auch, ne? Ne, bei 2 kriegen wir 10%. Okay. Noch irgendwas? Falsch schon 20%. So, hier mal. Jetzt machen wir mal 2 rein. Wow. Okay, bei 2 steige das auf 1. Machen wir mal 4 rein. Und 3. So, 20%, 2 Sekunden, 2 Minuten. Hier. Aber. Lass ich mir nochmal sein. Guck ich mir mal Rezepte raus. So. Bisschen gebraut. Oh. Mal nachschauen. Hab ich dir rausgeschmissen. Ja, mal ein bisschen Mana bekommen, ne? Na, hier. Stellt Mana wieder her. Alles klar. Gut, Leute. Den Schatten haben wir schon gequatscht. Ah, ne, haben wir noch gar nicht. Oder? Datenharnisch. Ja, dafür jetzt Geld ausgeben. Die finden wir auch ordentlich überall. Schwerter hat er keine vernünftigen. Sonst nichts hier. Keine Quest, das kann doch nicht sein. Bestimmt gammelt hier bestimmt eine Runde. Hi. Hat der keine Quest hier? Einfach nur ein Dorf, was hier so steht. Hier oben? Ah ne, das ist dieser Typ, wo ich gerade mein Geld verblempert habe. Nö. Gut. Dann gehen wir jetzt auch wieder hier raus. Gehen wir nochmal mit ihm. Hallo. Irgendwas geht in den Minen vor sich. Das will... Okay. Das, was alle sagen. Gut. Dann gehen wir weiter. Wahrscheinlich einfach nur so ein Dorf, wo man eben reingehen kann. Ich grüße dich. Und dann war das auch nichts mehr. So, hi. Schlechte Vorstellung. Vielleicht lohnt es sich. Und so. Was haben wir denn hier? Also, ein ganzer Weg nach oben. Oder? Ja, einfach nach oben. Also mit der Alchemie gucken wir uns nochmal an, ne? In Ruhe. Können wir mal irgendwann einen Händler haben. Ups, Leck. Oh.
Guck mal, hier ist ein Dungeon. Gehen wir da rein? Ja, natürlich gehen wir da rein. Hey, da ist noch was. Gut, gut. Gehen wir mal in den Dungeon rein. Was haben wir denn da? Wo an der? Ach so, da. Okay. Oh, da steht sogar jemand vor. Können wir mit dem quatschen? Ash. Sei gegrüßt, Reisender. Was machst du so weit draußen? Ich habe einen Dieb bis zu dieser Höhle verfolgt. Aber ich werde da nicht reingehen. Warum nicht? Die Höhle ist voller Skelette. Die sind nicht so gefährlich. Wenn du so ein Draufgänger bist, dann kannst du ja für mich da reingehen und den Ring zurückholen. Wenn du erst die Skelette geschafft hast, ist der Dieb sicher kein Problem mehr. Aber ich kann dich nicht dafür bezahlen. Ich könnte nur ein gutes Wort für dich einlegen bei der Bruderschaft. Und ein gutes Wort ist mal besser. Und ich kann dir diese Streitaxt geben. Sie ist zwar alt, aber gut genug für die Skelette. Nehmen wir an. Wer ist dein Bruder? Ein Hustier in der Bruderschaft? Er arbeitet in der Küche. Aber es ist nicht irgendeine Küche. Er arbeitet dem Chef Dracor Rinal zu. Du hast doch sicher schon von ihm gehört. Nö. Er ist also Koch. Der Beste, den es gibt. Gut, warum ist der Ring so wichtig? Er ist ein Familienerbstück. Wird immer an den ältesten Sohn weitergegeben. Er hat nur Erinnerungswert. Dieser Dieb versteht offenbar nichts von seinem Handwerk. Gut, was mit der Streitaxt? Du kannst sie behalten. Mir rostet sie nur unter den Fingern weg. Bin kein Krieger. Krieger? Okay. Ja, lieb. Der Prügler. Wie viel Schaden hat... Das ist der nicht, oder? Alles klar. Gut, gehen wir da rein. So. Okay. Dann versuchen wir unser Glück. Sind denn nur Skelette? Jetzt muss ich mich ein bisschen anstrengen. Ach Quatsch. Manche Fehler macht man nur einmal. Die macht noch nicht mal Schaden. Gut, vielleicht machen wir nächstes Mal den Schwierigkeitsgrad ein bisschen höher. Ich wollte ja auch nicht so oft verrecken, aber das ist ein bisschen einfach und ich kann ihn nicht umstellen auf schwer. Das ist wiederum schade. So. Immer noch Skelette. Hi. Na? Das ist eine Truhe. Mal nachschauen. Mal nachschauen. So, dann plündern wir mal die Truhe. Oh, ich glaube, das aufgeht. Da ist noch eine Truhe. Packen wir alles ein. Und da ist der Dieb. Na? Hey, wie bist du bloß an den Skeletten vorbeigekommen? Getötet. Das passiert jetzt nicht. Gib mir den Ring. Der ist doch gar nichts wert. Hat nur auf den ersten Blick so ausgesehen. Warum seid ihr alle so scharf drauf? Aber die Skelette, hey, das ist schon was. Du musst mir helfen. Ich dir helfen? Warum sollte ich das tun? Weil ich gut bezahle. Die Höhle hier war mal ein gutes Versteck, aber ich wollte sie noch sicherer machen. Deshalb habe ich einen Nekromanten beauftragt, hier ein paar Skelette reinzusetzen, damit sie die Leute abschrecken. Tja, das war wohl keine gute Idee. Oh, eigentlich schon. Nur machen sie nicht, was ich will. Der Nekromant hat irgendwas falsch gemacht. Und jetzt werde ich die Skelette nicht mehr los. Aber du könntest was gegen sie unternehmen. Denk an die Belohnung. Da sollen wir erst einen Ring geben. Warum hast du einen Ring gestohlen? Was soll die Frage? Ich bin ein Dieb. Ein ehrenwerter Beruf. Hast du nicht gemerkt, dass er wertlos ist? Er hat wertvoll ausgesehen und geglitzert. Ich meine... Es ist ja nicht so, dass ich ihn erst groß untersuchen konnte. Ich muss weiter. Viel Glück und... Okay,
Okay. Ah, habe ich den Ring ja schon. Gut, dann können wir das machen. Könnte interessant sein. Die Stimmen, ey. Es geht hier mal ab. Dann schauen wir mal. Töten wir die Skelette noch. Für ihn. Hi, so viele seid ihr ja gar nicht. Oh. Hab ich umgehauen. Na, geht doch. Okay, boah, wie viele Bogenschützen. Immer erst die Bogenschützen kaputt machen. Der hat mich entwaffnet. So, dann gucken wir mal Heiltrank. Und looten. Alles ein. Den Stein nehmen wir mit. So, dann haben wir alles, ne? Ah ne, da haben wir noch einen. Jetzt haben wir auch alles. Jo. Gut. So, weiter. Und ne, da ist noch einer. So, jetzt gehen wir weiter. Dann töten wir die letzten Skelette jetzt noch. Okay. Ah, da sind die letzten. Wo kommen die noch her? Kommt mir gelegen. So, looten. Ist vielleicht interessant. Warte, was hat der denn? Reiten auf 1. Immer schön das Looten. So, dann gehen wir die Quest ab. Ups, jetzt bin ich die Ohr. Sorry, Leute. Da bin ich gegen das Mikrofon gekommen. Tut mir jetzt ein bisschen leid für euch, dass ihr jetzt so ein lautes Geräusch habt. Aber wie viele sehen das schon das Video, ne? So. Hi. Ah, sehr gut. Hier, das hast du dir verdient. Ich fürchte nur, dass meine klapprigen Freunde wieder auftauchen, wenn der Nekromant seinen Fehler nicht ausbügelt. Kannst du nicht mit ihm sprechen? Soll ich ihn noch alles bauen? Ich zeig dir auf der Karte, wo er wohnt. Wenn er dich sieht, wird er nicht Nein sagen. Okay, danke. So, dann bringen wir jetzt den Ring nach oben. Schön, wenn ich wiederkomme, ist er tot. Ganz einfach, ne? Stütz, 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 stütz. Boom, boom, boom. Wie ein Boom, 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 Boomerang. So. Nach oben mit uns. Ab nach oben. So, hi. Na, Elsch, wir haben deinen Ring. Hast du den Dieb gefunden? Und meinen Ring? Hier hast du den Ring. Tausend Dank, Fremder. Ich werde meinem Bruder von dir erzählen. Danke. Okay, das können wir alles schon. Leb wohl. Und Level Up, das freut uns doch. So, dann hauen wir mal hier rein. Und einmal in Alchemie. Und wir hauen jetzt mal wieder in Leben rein. So.
Stufe aufgestiegen. Ab ins Dorf mit uns. Na. Hi. Hier war ich auch mal. Na, Gash, hast du was für mich? Nee. Na, Mikra. Ich hab nichts zu tun. Beirut, du hast natürlich eine Quest für mich. Kann ich dir helfen? Ja, ich will hier einbrechen. Okay, wir schauen das mal. Alt F1. Okay. Aber ist doch nicht. Wir brechen wohl doch nicht ein. Okay, 2. So. Geht's hier rein? Ne, dann reden wir mal mit. Ja, sollen wir jetzt schon mit dem quatschen? Lass mal einen Händler suchen. Hi. 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 Einen guten Tag wünsche ich. Gut, dich hier. Okay. Gut. Hier gibt es wenigstens eine Quest. Mal sehen. Ah, hier ist auch noch einer. Ah, ich grüße dich. Ist hier kein Händler? Nein. Alles gut bei euch? Ach, da ist dieser. Okay. Hi. Find's doof, dass es hier keinen Händler gibt. Kannst du mal auch gehen? Oh, der wohnt bestimmt hier. Hey, gibt's doch keine Händler. Wo sind die Händler hin? Okay, quatschen wir erstmal mit ihm. Hi. Hallo, Fremder. Wonach riecht es hier? Schnaps? Ich dachte, in Tabakin herrscht Prohibition. Das war nur der Essig im Salat. Mit deiner Nase stimmt was nicht. Ich hab nicht vor, dich zu verraten. Ich wüsste nur gerne, wo du den Schnaps her hast. Ich brenne ihn selbst und verkaufe ihn an vertrauenswürdige Leute. Bist du vertrauenswürdig? Ja, bin ich. Also auch Hochgeistiges? Nicht so laut. Muss ja nicht jeder mitkriegen. Vor kurzem erst habe ich eine Lieferung rausgeschickt. Aber ein Straßenräuber hat sie abgefangen. Und jetzt hast du nichts mehr da? Das ist nicht das Problem. Ich frage mich nur, ob ich überhaupt noch brennen soll, wenn der Weg nach Tabakin so unsicher ist. Du siehst nicht aus wie ein Soldat, eher wie einer, der auf eigene Faust arbeitet, richtig? Richtig. So könnte man sagen. So gefällt mir das auch. Mein eigener Herr sein, meine ich, so wie du. Also, willst du einen Auftrag für mich übernehmen? Welcher Art? Sorg dafür, dass die Straße nach Tabakin wieder sicher ist. Damit tust du allen Händlern einen Gefallen. Und die Garde kümmert sich sowieso nicht darum. Also? Natürlich. Habe ich das nicht schon getan? Ich werde die Straße... In Ordnung, ich werde mir diese Straße ansehen. Wo ist der Überfall passiert? Mein Kurier ist am Waldrand, außerhalb von Covengor, überfallen worden. Dort kannst du anfangen zu suchen. Okay. Keine Sorge, ich finde ihn. Du hast Selbstvertrauen, das gefällt mir. Was für einen Schnaps brennst du? Den besten, den du finden kannst. Ich war von Beruf Schnapsbrenner, hab die beste Ausrüstung und verwende nur die besten Zutaten. Du warst Schnapsbrenner? Offiziell kann ich dem Beruf schließlich nicht mehr nachgehen, jetzt da wir die Prohibition haben. Okay, aufs gute Geschäfte. Danke ebenso. So, was haben wir denn jetzt hier? Haben wir die Quest nicht schon längst fertig? Quatschen wir mal mit dem. Noch nicht. Okay, anscheinend doch noch nicht. Hi. Doch ein Händler hier irgendwo. Nee, kein Händler. Prinz ist immer einer hier. Diesmal nicht. Dann reden wir noch mit Reh. Reh. Reden wir mit Reh. Du siehst aus wie ein Reh. Komm mal her, reden wir mit mir. Dich habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Bist du einer von Hagras Männern? Nein. Sollte ich ihn kennen? Cooler Helm, oder? Hat ihn und seine Männer angeheuert. Sind harte Burschen, aber ich halte es trotzdem für Geldverschwendung. Es wäre besser, wenn wir uns selbst um unsere Angelegenheiten kümmern. Und wer bist du? Ich stehe hier im Dienst von Skeltenhaus, der stolzesten Dynastie in ganz Katalon.
Wir regieren hier in Talmon, wie du sicher weißt. Was führt dich in diese Gegend? Wir haben erfahren, dass einer der Holzfäller hier in Wirklichkeit ein bedeutendes Mitglied des Kaga-Clans ist. Aber er konnte entkommen. Manchmal denke ich, wir jagen den Wind. Die Rebellen sind uns immer einen Schritt voraus. Wer ist der Mann, nach dem du suchst? Con Cranach. Er ist ein wichtiger Kopf beim Clan. Jemand aus Colengore hat ihn für 20 Goldstücke verraten. Aber die Rebellen haben doch viel Rückhalt in der Bevölkerung, hört man immer wieder. Die Leute vom Land sind immer dann Rebellen, wenn es an Steuern zahlen geht. Aber meist ist ihre Loyalität keine 5 Kreuzer wert. Wenn ihr alle kaufen könntet, dann hättet ihr den Kaga-Clan schon besiegt. Ja, das ist richtig. Jetzt wird es umso schwieriger, diesen Cranach zu fassen. Er wird vorsichtig sein. Ich kann ihn nur noch schnappen, wenn ich es schlauer anstelle als er. Du brauchst jemanden, den die Rebellen nicht verdächtigen. Mich. Genau daran habe ich auch gerade gedacht, nachdem du keiner von Hakras Männern bist. Also, der Auftrag ist gefährlich, aber gut bezahlt. Interesse? Klar. Übernehmen den Auftrag. Das ist gut. Die meisten Rebellen sind unfähige Schwachköpfe. Aber Con Cranach solltest du nicht unterschätzen. Wenn du ihn findest, hast du freie Hand. Wir wollen nur eines. Nie mehr von ihm hören. Gut, was ist dieser Hakras für ein Kerl? Er und seine Söldner haben sich im Süden einen gewissen Ruf erworben. Offiziell hat Hakras die Aufgabe, Rebellen zu jagen, aber wie gesagt, nur offiziell. Wie meinst du das? Oft sind sie wochenlang weg, ohne auch nur einen Rebellen zu fangen. Aber kein Mensch scheint sich daran zu stören. Wenn du mich fragst, ist die Rebellenjagd nur ein Vorwand und sie wurden für ganz andere Zwecke angeheuert. Was hältst du von Kragla? Ehrlose Banditen. Nachdem wir endlich die Zivilisation nach Talmon gebracht haben, wagen sie es noch, uns Königstreue anzugreifen. Nur weil sie meinen, auf alte Vorrechte pochen zu können. Bevor der König uns mit der Regierung betraut hat, hatte dieses Land unter der Regierung des Clans nur zu leiden. Jetzt spielen sie sich als Beschützer der einfachen Leute auf. Gut, ich werde nun aufbrechen. Viel Glück unterwegs. Danke, mein Freund. Gut. Ist das alles hier oben? Was steht hier? Der Dieb hat sich gewinnt. Okay, das ist der Wandhütte. Den. Okay. Gut, ne? Einiges zu tun. Mich stört nur, dass es hier keinen Händler gibt. Oh, naja. Kann ja nicht mal alles haben. So, dann laufen wir eben hier hoch. Werden wir jetzt zuerst hier lang gehen? Na, hier müssen wir eh rein. Dann gehen wir auch hier rein. So. Gut, das soll es für diese Folge gewesen sein. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Two Worlds mit mir, Maxim Gaming. Das L steht für Lust auf mehr. Bis dahin, ciao.